Willkommen im Ark Survival Evolved mit dem neuen DLC und ich wage mich hier in die Hitze der Wüste. Lange, lange ist es her, dass ich Ark gespielt habe und endlich heute dachte ich, jetzt muss es sein. Wieder einen eigenen Server, nicht meinen, ein Kumpel von mir, und da musste ich jetzt die Chance mal nutzen und sagen, jetzt komme ich vorbei, jetzt will ich mir das DLC endlich mal anschauen. Ich gebe auch zu, ich habe nicht gespoilert, ich habe wirklich damals nur bei Erscheinung, ich habe auch einen Trailer hochgeladen, den DLC habe ich in der Tasche seit Release, aber nie gespielt. Vielleicht tat die Pause auch gut, bist du lieb? Das ist ja auch so ein neues Viech. Okay, ich bin ja schon weg. Man hat mir nur einen Tipp gegeben, such so schnell wie möglich das Wasser. Oh. Hallo, Miezekatze! Na, kommst du nicht hoch? Ach, bist du ein Armer. Ja, ich soll so schnell wie möglich Wasser suchen. Und, ich hab... Okay, warte. Muss ich darüber? Jetzt gehe ich mal hier lang. Möchte eigentlich dieser Miezekatze nicht begegnen, wenn es geht. Kann ich da nicht hoch? Geh schon hoch. Es müsste dann... Oh, das sind ganz viele Miezekätzchen. Ich mag ja Miezekatzen, aber nicht diese. Ich sammle da unterwegs, was geht. Und ich glaube, ich muss dann von den Kakteen... Es gibt das Kaktussaft. Sehr gut. Das sollte ich dann trinken können. So. Nehmen wir mit. Schauen uns einfach mal um. Wer mitspielen möchte, ist ein 72-Slot-Server, wenn ich es dann sagen kann. 24 Stunden, 7 Tage die Woche online. Wird natürlich gut gepflegt auch. Ich glaube, im Moment sind ganz wenige Mods installiert. Wahrscheinlich bleibt es auch so. Finde ich echt auch okay. Da unten haben die schon Party, oder wie? Es ist PvE hauptsächlich. Es ist aber von 16 bis 22 Uhr tagsüber ist PvP. Also kann man beides ein bisschen genießen. Wem das nicht passt oder so. Also ich denke, dass das alles noch angepasst werden kann, wenn da Bedarf ist. Und alle sagen, das ist mir zu wenig lang, da 22 Uhr nur. Und das sollte sicher kein Problem sein. Ich bin gespannt, wer jetzt wieder mit einsteigt von der alten Truppe. Also ich habe da schon was Leuten hören. Aber ich habe das ja angesprochen, dass ich... Aber ich bin gerade ein bisschen... weg von dem Ganzen hier. Die Tiere und so. Ich habe auch keinen Plan, was mich da angreift. Ob die lieb, also so lieb sehen die nicht aus. Da ist schon wieder eine Miezekatze. Also das... Ich muss auch ins Wasser. Naja. Ich werde es gleich merken, wer böse ist. Ja, ich bin auf jeden Fall... Ja, da ist schon ein böses Ding. Was war denn? Oh. Ja, Terror Bird. Gut, somit hätte sich mal das erledigt. Ich reise ein bisschen rüber. Und das sind wir wieder. Das sieht schon ein bisschen anders aus. Mal gucken. Ich da schon Level up? Ich nehme mal die Gesundheit, Wasser, natürlich Gewicht. Jetzt sollte ich vielleicht nicht vergessen, noch was zu lernen. Ich gehe jetzt mal auf Stoffsachen. Ich denke, wegen der Hitze ist es vielleicht besser. Schlafsack. Ich soll mir ja ein Lehmhaus bauen. Lehm ist ja auch eine neue Ressource. Das kenne ich auch gar nicht. Und hier brauche ich irgendwie so Saft, damit ich mich ja... Nimmt nur Steine. Ich will Kaktus. Kaktussaft, genau. Immerhin bin ich jetzt nicht zweimal wegen der Hitze gestorben, sondern. Oh, was ist denn das da oben? Sondern wegen den Tierchen. Ich habe immer nur gehört, es sei sau schwierig, wegen der Hitze zu spielen. Ist mir bis jetzt nicht passiert. Jetzt möchte ich mir das gerne mal kurz anschauen. Das sieht so aus, wie eine. Wenn ich hochkommen würde. Wie eine Ruine. Die schönen Blümchen, das ist auch neu.
Was ist das? Okay. Also nichts weiter Spezielles. Immerhin Schatten. So, wir schauen noch kurz auf die Map, wo wir jetzt Wasser finden können. Ach du Scheiße. Wir müssen wieder zu dieser Schlucht. Und da vorne sehe ich schon die erste Miezekatze. Ich versuche es jetzt einfach nochmal da runter zu kommen. Nehme noch ein bisschen Kaktussaft mit. So. Also ich muss sagen, ich bin schon ein bisschen beeindruckt jetzt. Ich hätte es nicht gedacht. Also ich habe auch einiges an negativen Posts gelesen im Internet über diesen DLC. Deswegen war ich ja wahrscheinlich auch ein wenig voreingenommen. Aber muss jetzt sagen, ich bin wahnsinnig überrascht, wie speziell das jetzt hier eigentlich aussieht, wie das geworden ist. Ich habe mir erst noch überlegt, ob ich nicht vielleicht doch vielleicht auf das Center wieder... Ah, schaut mal am Skelett. Wie geil ist das denn? Das ist ja cool. Am besten gehe ich jetzt noch ein bisschen nach vorne und falle runter. Ist da eine Hütte? Ne, ist ein Stein da unten. Ich weiß auch gar nicht, wie dann diese Lehmhäuser aussehen. Ich habe auch keine Ahnung, wie ich hier irgendwie runterkommen soll. Und jetzt bin ich wahrscheinlich gerade am Arsch, ja. Das heißt, mir bleibt dann nur noch der Freitod. Scheiße. Aber das sieht echt hammermäßig cool aus. Also wirklich genial. Sau schön. Gut, ich wähle den Freitod und werde jetzt schauen, dass ich einen Respawn-Punkt nehme, der vielleicht schon wow, in der Schlucht ist. Wäre wahrscheinlich von Vorteil. Müsste der hier, jetzt muss ich gucken. Easy, ja, easy. Jetzt nehmen wir nochmal diesen. Ja, Wasser. Und ein Therobird. Wie nett. Scheiße. Immerhin, hier ist Schatten. Ich muss gleich mal gucken, ob ich da noch was sammeln kann. Und dann sollte ich vielleicht mal schauen, ich weiß es wirklich nicht mehr, ob die Stoffkleidung ein bisschen kühlt. Wegen der Hitze. Ah, jetzt sind wir hier unten beim Skelett. Cool. Screenshot. Da ist auch schon eine böse Miezekatze, ein Krokodil, das ist ja super. Also hier die Wasserstelle ist echt nicht ungefährlich. Da muss man dann gut überlegen, wo man bauen möchte. Also hier unten hätte ich eigentlich eher nicht vor. Mensch, wie konnte ich mich bücken? Doch so. Genau. Da ist ein Skorpion da hinten. Ich gehe jetzt hier wieder hoch. Versuche wieder Kakteen zu finden, damit ich was dabei habe. Oh Mensch, ich kenne die Viecher. Oh, nee. Nee, nee, nee. Unterwegs noch sammeln, so. Blöden Scheiß-Skorpion hätten sie auch wegmachen können. Und dafür Blümchen. Schön. Fasern, 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 Fasern. Jetzt muss ich mal kurz ins Inventar gucken. Ich nehme jetzt die Gesundheit noch ein bisschen. Ja. Ich könnte mir vorstellen, das Stoff, dass ich das dann machen. Strohfundament, Türen. Ich muss mich echt gerade wieder ein bisschen einfinden.
ein Steinfeld, eine Kiste, ein Bett, vor allem ein Bett. Genau, ich glaube, den Mörser benötigen wir dann auch, um den Lehm zu machen, wenn ich das noch recht im Kopf habe. Und das ist auch konservierendes Salz. Wird durch das Mahlen von Salz und Schwefel in einem Mörserstößel hergestellt, konserviert Lebensmittel und ich werde gleich getötet. Kann es mich nicht einfach in Ruhe lassen? Ich will noch kein Haustier. Immerhin hat er mich nicht getötet. Oh, das ist doch Kacke. Oh, es halt. Oh. Nee. Bitte nicht. Aber wieso denn immer ich? Das ist doch zum Kotzen. Blöden Lumpentiere da. Ein Zwölfer. Schön, schön. Wo versuchen wir es jetzt? Medium, medium. Aber das ist doch cool jetzt da eigentlich mit easy. Aber irgendwie finde ich das gar nicht easy. Versuchen wir es auf 3 nochmal. Vielleicht gibt es dann noch eine andere Wasserstelle. Weil die Schlucht, die... Ja. Joa, das ist ein tolles Spiel. Cool. So wollte ich schon immer mal beginnen. Arschgeigner. Lass mich doch in Ruhe. Nimm den kleinen hier. Den da. Nimm den da. Ja, der ist süß. Der schmeckt besser. Ja, aber das geht doch nicht. Blödes Vieh. Gut, wir nehmen die 3. Nee, die 1. So, letzter Versuch. Und sonst muss ich dann echt schauen, dass da die Leute kommen und mit mir zocken. Oh, Kacke. Ein Skelett. Cool. Da hinten, was ist denn das? Dich kennen wir? Ja, Knurr, du, das ist mir egal. Aber ich habe echt jetzt wirklich... Es gibt das nur in dieser Schlucht Wasser, wenn ich das da hinten noch... Ach du meine Fresse. Also sollte ich, jetzt muss ich mal überlegen, vielleicht ist es besser, wenn ich in der Nähe der Schlucht mir was Kleines baue. Und dann wirklich vielleicht erstmal ein bisschen levele und dann runtergehe und damit Kaktus schaue, dass ich da irgendwie durchkomme. Keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, wie ich jetzt das... Weil ja alles neu ist, was jetzt da Sinn macht und wie ich das am besten jetzt machen sollte. Oh. Was gibst du, Holz? Stroh? So, wieder die Gesundheit. Mache ich da mal kurz zu. Das weiß ich noch nicht. Jetzt muss ich gucken. Also ich brauche eine Spitzhacke. Bietet einen leichten Schutz vor Hitze und Kälte. Okay, dann machen wir das. Ach so, ich habe jetzt natürlich alles wieder verloren. Brauchen wir Fasern. Sollte ich gleich hier bekommen. So, die alte Leier mit Farmen, genau. Aber hier scheint es ein wenig friedlicher zu sein. Vielleicht sollte ich mich dann auch gleich hier niederlassen. Muss ich aber dann noch gucken, dass ich da genügend Mats eigentlich in der Nähe kriege. Ob schon, da hätte es ja diese Bäume. Jetzt muss ich mal schauen, dass ich mir eine Axt machen könnte. Oh, ich muss echt wieder mich einfinden. Das ist ja ganz, ganz schlimm. Steinex, das brauche ich. Ach, Feuerstein, stimmt. Genau, das kann ich dann mit der Pike holen. Ich habe zu lange nicht mehr gespielt. Das doch anziehen und die Hosen erstmal. Stimmt, genau. Jetzt klopfen wir mal ein bisschen Stein.
So. Feuerstein. Ups, das wollte ich nicht so. Feuerstein, jetzt mache ich die weg. Ach, da kommen wir schon wieder rein irgendwie. Und dann denke ich, dass ich mich dann hier oben vielleicht an den Baseball machen kann. Also erstmal ein Häuschen irgendwie. Mal runterschauen. Schon, da ist auch weit und breit kein Wasser. Oh Mann. Aber in... Wo bin ich denn eigentlich? Jetzt müsste ich da noch ein bisschen rüber. Oder hier rumlaufen. Ich laufe mal hier rum. Noch ein bisschen. Jetzt muss ich mal gucken. Ich wollte eigentlich, ich dachte, ich sei oberhalb dieser Schlucht. Was ist das da unten? Ist das ein Kahn oder hinten? Nee, das ist so ein Känguru-Dingens. Aber da ist schon was passiert. Hä? Also ich würde mal sagen... Das sieht schon cool aus. Das ist ganz anders in Erinnerung noch. Ja, und hier wird es dann schon wieder weniger. Also ich gehe jetzt mal davon aus, die sind so süß, dass die nichts machen. Wo ist denn hin? Ups. Käfer, weiß ich nicht. Oh, ganz, ganz viele. Kakteen, super. So, jetzt muss ich mal kurz schauen, ob ich jetzt genügend Sachen habe, das Oberteil zu machen. Und hier brauchen wir noch Holz und Stroh. Ich werde sicher gleich wieder getötet. So. So, jetzt sollte das klappen. Noch ein bisschen Gewicht. Da schaue ich nachher. Wichtig ist jetzt eigentlich erstmal, dass ich diese blöde Steinaxt für den Speer brauche. Noch 8 Holz. Das mache ich auch gleich. Wenigstens irgendwas in den Finger habe zum Sterben. Damit ich nicht erbärmlich abkratze. Das wird jetzt wahrscheinlich auch noch nicht reichen. Ja, 7. Toll. Alles cool gemacht jetzt. Also wirklich da die Palmen, das ist super. Das gefällt mir. Da ist wirklich alles auch, denke ich, gleich geblieben. So. Nehmen wir das da und das da. Gut. Weiter geht's. Ich möchte irgendwo in der Nähe von Wasser bauen. Doch wo ist das? Habe ich jetzt falsch geguckt auf der Karte? Ja, natürlich. Wo laufe ich denn jetzt hin? Wo bewege ich mich hin? Jetzt muss ich da schauen. Ist immer so ein bisschen... blöd. Ah doch, jetzt bewege ich mich da in Richtung von dieser Schlucht. Ich weiß nicht, ob ich das schaffen werde wegen der Hitze. Was ist das da oben? Was ist das denn? Mensch, bist du hässlich. Ich gehe hier rum. Känguru, also ich werde wahrscheinlich... Ja, genau. Ich werde gleich wieder sterben. Echt nicht zum Glauben hier. Das ist eine Schlange oder was das ist da drüben. Mann. Lasst mich alle in Frieden. Da kämpft was, will ich gar nicht wissen was. So. Jetzt muss ich irgendwo noch Schutz suchen. Sonst kommt es nicht gut. Total erschöpft. Super. Ist da nicht mal down? Nein. Oh.
Wieso macht ihr denn das? Hast nicht genug Ausdauer, um zu springen. Kann da nicht jetzt bei diesem Viech da was machen? Oh, immerhin Fadenkreuz. Ah, das hat gewirkt. Boah, das ist echt fies. Oh nee. Jetzt hat sie es geschafft. Oh nee, das arme Ding. So, jetzt hoffe ich, dass ich jetzt bei dieser Bucht stehe, oben rüber, wo es Wasser hat. Ja. Das sind ja nette Aussichten da unten. Gut, aber eigentlich ist das ja mein Plan. Jetzt muss ich dann wirklich schauen, wo ich ein kleines Häuschen vielleicht bauen würde. Denn das ist echt schwierig, dass ich auch genügend Ressourcen habe dann zum... Ich werde mir da erstmal so ein Strohhaus machen. Was anderes geht im Moment ja nicht. Stein ist klar, das heizt sich ja auf. Ich denke Stroh. Holz weiß ich nicht. Ob man Holz. Werden wir dann merken. Vielleicht steht das sogar in der Beschreibung vom Crafting-Menü. Oh, das wäre natürlich... Oh, das wäre super. Hier jetzt ganz viele Kakteen. Ja, ich bin... Im Moment so, sagen wir, die erste halbe Stunde, ich bin eigentlich positiv überrascht. Ich hätte es anders erwartet. Und doch, also macht Bock, mehr zu erkunden, mehr herauszufinden, auf jeden Fall. Das werde ich jetzt auch so an meine Freunde weitergeben und dann starte ich wahrscheinlich das nächste Mal nicht mehr alleine. Und wenn ihr Lust habt mitzuspielen, also der ganze Server-IP, alles ist unter dem Video verlinkt in der Beschreibung. Kommt vorbei, schaut vorbei. Ist auch jederzeit möglich, noch was anzupassen wegen dem PvP, was ich zu Beginn erwähnt habe. Da ist man sicher flexibel mal. Und dann sehen wir uns vielleicht im Ark Survival Evolved. Dann danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!